Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge mit meiner Druidin. So, wir sind ja hier in Rabenflucht. Haben ja letztes Mal hier bei den Ogern alles fertig gemacht. Und ich denke, wir werden jetzt hier beruhigt die Geister und einen Fluch, den wir nicht brechen können, machen. Das heißt, wir werden jetzt loslaufen. Die Spinnen werden wir hinterher machen. Eventuell werden wir ja zwischendrin auch noch mal ein paar Spinnen finden. Aber wir machen erstmal. Geht das hier mit? Nee. Achso, kann ich den erst beruhigen, wenn der hier ein bisschen runtergeprügelt ist? Ich sollte mich vielleicht auch mal verwandeln. Das wäre vom Vorteil. So. Nö. Irgendwie. Ach das, wir müssen die. Hallo? Ah, so geht es. Okay. Okay, die Roten müssen wir töten. Und die anderen müssen wir nach Möglichkeit. Hallo? Beruhigen. Na dann. Der ist gepeinigt. Ja, manchmal funktioniert das nicht so, wie man möchte, ne? Manchmal funktioniert das nicht so, wie man möchte. Naja, wir werden das schon schaffen. So, und der nächste. Unglückseliger Geist. Bitte schön. Hier ist der nächste. Unglücks. So, und den muss ich töten. So, und das zweite ist, wir müssen auch den lauernden Worgen. Ziel muss vor der Anwendung geschwächt werden. Okay, wir müssen uns erst mit dem anlegen. Mit dem Worgen. Und dann können wir ihn abführen. Zack. Gut, wir brauchen noch einen. Da kommen wir den noch, damit wir den Weg frei haben. Wir müssen nämlich da rein. So wie es aussieht. Oder da? Nee, da. So, und jetzt der andere. Hier. Hab ich dich? Jawohl. Supi. Dann rein in die gute Stube. Den lauernden Worgen erstmal ordentlich eins auf die Nase geben. Da oben steht er. Seht ihr? Da ist er. Hallo. Da. So, Junge. Ich muss nur aufpassen, dass ich den nicht töte. Muss vorher geschwächt werden. Habe ich ihn? Jawohl. So, das war's schon mit dem Quest hier. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Ins Lager. Und werden von dort aus. Da hinten ist Kraut. Nehmen wir das noch mit? Ja, komm, wir nehmen das mit. Das nehmen wir mit. Oh, haben wir noch einen Geist getriggert? Ach komm, die nehme ich auch noch mit. Ey, 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 nicht foltern. Das verschwindet doch, Mensch. Ne? Das Problem ist ja, wenn ich jetzt lange gekämpft hätte, wäre das Kraut verschwunden in der Zeit, wie ich hier versucht hätte. Oh. Jetzt habe ich hier noch ein Bärchen am Popo. Komm, Bärchen, komm. So. Hab dich. Ich wollte den eigentlich nicht töten. Naja. Manchmal hat man keine Wahl, ne? Manchmal, manchmal, manchmal. So. Fläschchen ist auch noch aktiv. Das ist das Schöne, wenn ich auslogge und dann weitermache, ist es trotzdem noch da. So. Seht zu, wie Oliver Harris und Bibbers versuchen, den lauernden Worgen zu heilen. Na gut. Dann zeigt mal. Und beeilt euch bitte. Und los geht's. Haltet ihn fest. Bibbers. Bibbers, halt. Und jetzt? Es ist alles eure Schuld.
brachte die Worgen nach Dämmerwald, ihr habt die dunklen Reiter zu meinem Hof geführt und euch versteckt, während sie meine Familie im alles Leid, das ich meinem Leben erdulden musste, ist eure Schuld, ich sollte euch töten. Nein! Nur wenn ihr ihn, was, laufen lasst, werdet ihr euch von den Bestien unterscheiden, mein Freund. Ihr habt einiges wieder gut zu machen, Bibbers. Ich lasse euch nicht so einfach davonkommen. Oh, bleibt er jetzt hier? Nee, der hat sich versteckt. Okay. Oh, Sven Jorgen war das. Was haben wir hier? Brauchen wir nicht. Bringt uns alles nichts, ne? Na, gib mir Gold. Zack. So, Sven Jorgen. Sucht auf dem verlassenen Gut nach Hinweisen auf Morbend Teufel. Alles klar. Ist das nicht der Typ, der da oben beim Friedhof? Ja. Na, ihr seid mir ein Monster. Schwester, hier, bitte schon die Geister. 20 beliebige Ghule auf dem Friedhof von Rabenfluch. Passt auf euch auf. Wow, das ist eine Menge. Das ist wirklich eine Menge. Wir sollten aber mal gucken, ob wir nicht vielleicht... Oh, du willst jetzt nicht auch Spinnen machen, oder? Alles schön in der Hof. Zack. Na, guck mal, da haben wir doch schon mal zwei. Ja, mit den Spinnen, das ist so eine Sache hier, ne? Aber ich würde fast sagen, wir machen die Spinnen zuerst, weil die Leute ja hier sowieso immer gerne bei den Viechern so gerne rumrennen. Und am Ende fehlt uns dann wieder hier... Ah, die, ach ja, die verstecken sich ja immer, wenn die so sterben. Eieiei. Das sind auch Viecher, ey. Haben wir? Jawohl. So, wir haben schon mal vier. Bevor wir auf den Friedhof gehen, machen wir das irgendwie fertig. Ne. Dann haben wir das nämlich auch. Komm her, Spinni, Spinni. Komm her. So. Kommt der, meine Kinder. Zack, Nummer 1. Oh, Tempowertung. 0, gleich 0, ne? So. Bei der haben wir es auch ausgeholt. Gut. Wir brauchen noch eins. Noch einen. Ah, schaffen wir. Besonders von denen können wir auch das Gift bekommen. Was wir... Haben wir welches bekommen? Da, giftiger... Da kann man nämlich Alchemie. Da gibt es nämlich auch Rezepte für. Okay, die Spinne müssen wir machen. Die liegt auf dem Weg. Sollten wir machen. Haben wir dann Dämmerwald schon fast durch, wa? Da kommt... Die kommt nicht mehr viel. Hier kommt nicht mehr so viel. Wenn ich mich recht erinnere. Na, Stinker. So, wir sollen Ghule töten. Keine Skelette, Ghule. Ja, dann gucken wir mal. Ich auch. Ach, der eine, der ist ja... Aber die Skelette sollten... Ich glaube, für die Skelette müssen wir sowieso nochmal hin. Aber jede Menge Stoff gibt's hier. Oh, 20 Stück. Mein Gott. Stimmt, die anderen waren gar nicht dafür. Ach, nee. Wie? Meine Erholung ist weg? Gibt's ja nicht. Okay, mal eben gucken. Ja, doch. So schief gegenüber müssen wir, glaube ich, für das Haustierkampf, ne? Ja. Nee, das machen wir jetzt nicht. Zack. Vier Ghule. Oh mein Gott. Ah ja, Spinni. Ja, komm her. So, ich glaube, das ist Grabmoos, ne? Ja. Wir haben leider viel zu viele Kräuter, mit denen wir jetzt noch nichts anfangen können. Verrotteter Schrecken, den brauche ich gar nicht.
Sollten wir aber auch mal zu. Einmal, zweimal. Oh, was ist denn da jetzt drin? Maden? Boah. Ja, man muss hier halt immer so ein bisschen aufpassen. Mit den ganzen Viechern, die da noch rausgekrabbelt kommen. So. Dann holen wir uns mal den Ghoul. Dahinter ist auch noch einer. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht mitten im Kampf. Ist aber doof, wenn alle auf einmal kommen. Zack. Hab ich. 24 ist auch schon eine große Menge, ne? Aber EP sind EP. So, mal eben schnell Kraut holen, bevor die Spinne kommt. Und da müssen wir gleich mal nach Überresten. Ist das da oben? Jo. Da oben. Ja, laufen wir einfach mal im Kreis. Na, hier ist auch ein Grab. Und ich bin mir sicher, dass wir wegen den Skeletten hier auch nochmal hin müssen. Ich meine, das war auch so. Die Skelette auch nochmal ein Teil der Quest, Teilquests waren. So, komm ran, du. Jawohl, ja. Also Ghule sind hier genug. Komm, wir nehmen mal das Skelett, dann können wir ja auch ganz in Ruhe die Ghule wegmachen. Zack. Ja, Eule macht schon Spaß. Auch wenn wir aussehen wie aus einem Albtraum im Sprungen. Na, so würde ich es nennen. Aus einem Albtraum im Sprungen. Ja, oder? Besonders mein Röckchen. Sehr interessante Gestaltung. So. Die Schwimmgestalt haben wir, glaube ich, noch gar nicht benutzt. So, dann hole ich dich. Dann holen wir gleich die Spinne. Das wird alle ein bisschen getrennt. Spinni, komm mal her. Wir müssen auch immer an die Seite gehen, weil die alle so... Oh, 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 oh. Das ist hier Morladim. Den Elite wollen wir jetzt nicht haben. Auch wenn wir den wahrscheinlich down kriegen würden. Jetzt brauchen wir ihn noch nicht. Aber ich muss da lang. Warten wir mal eben, bis der weggelaufen ist. Und dann holen wir uns den hier. Und dann laufen wir auf die andere Seite, weil da sind auch noch Hunde. Weil wir brauchen noch 7 Stück. Wir brauchen noch 7. Juhu! Komm mal ran, du! Zack. Ach nee. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Ich weiß gar nicht, ob ich das gestern nicht schon gesagt habe. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht, weil die Videos von gestern waren ja die vom Wochenende. Vom Sonntag. Jetzt bist du da. Ein Bärchen. Oh, es wird aber immer dunkler hier. Was ist los? Wir haben das Licht ausgeschaltet. Da, cool. Sind die drinne? Ich weiß nicht, sind die im Haus? Ist gut möglich, dass hier im Haus aber was drin ist. Ah ne, der ist hinterm Haus. Ja, dann komm mal her hier. Du bist Nummer 19. Oh, die letzten zwei. Aber ich glaube, im Haus ist auch noch was. Ja. Aber diese solchen Dinger, ne? Es gibt ja unterschiedlich. Es gibt ja die Fleischfresser und es gibt ja die... Einige, ich glaube nicht alle haben hier Gifte. Ich glaube nicht aus allen kommt Gifte. So. Ach, da ist noch eine Quest rechts. Hallo. Hier, wer seid denn ihr? Das Begrüßungskomitee, ja? Ach Gottchen, da kommt der dritte. Ein bisschen an die Seite gehen. Ich weiß gerade nicht, ob hier noch irgendwie noch was Giftiges kommt. Weil der kommt nämlich auch gerade. So. Steht sie im Gift und heilt sich. Kann man mal machen. So,
So, aber ich glaube, wir müssen nach oben, ne? Weil der kam auch von oben, der Typ. So, was ist das hier? Blutgetränkter Hut. Okay, gibt es hier noch mehr? Nee, sieht nicht so aus. Aber wir haben da vorne noch eine Quest. Die holen wir uns noch mal eben. Ein verwittertes Grab. Morgan Lemore, aber genau. Dass die Erde auf dem Grab vor kurzer Zeit aufgewühlt wird. Ein großer Teil der Erde scheint verlagert worden zu sein. Okay. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin. Wisst ihr was? Wir haben doch sowieso den Ruhestein da vorne, ne? Nee, das Büro des Hafenmeisters. Nee, das wird nix. Na gut, dann laufen wir einmal um den Friedhof herum. Versuchen nicht abgemountet zu werden. Bärchen, hör auf mich zu schlagen. Na, versuchen nicht abgemountet zu werden. Und bewegen uns mal Richtung wie hieß das da? Rabenburg? Rammflucht. Es tut mir leid. Nicht Rabenburg. Rammflucht. So. Ist er schon hier vorne? Da, sind ja schon da. Bär, geh wieder nach Hause. Komm. Tschüss. Geh weg. Und dann können wir von hier aus nämlich gleich einmal nach vorne fliegen und schauen, was es mit dem Grab auf sich hat. Hier die Guillotine. Ey, guck dir das an. So, Jorgen. Herr Jorgen. Sprech mit Schwester. Mama. Übers. Etwas? Hier, bitte schön, dein Gift. Gehirne von Würde Schwarzbären. eure Ach, Reise sich wer hätte das erwartet? Schießt los oder zieht Leine. So. Auf dem Haltet die Friedhof Ohren steif, ja? haben wir noch die Lebt Hüst. wohl. Ich glaube, die Hose ist besser, oder? Ja, ist eigentlich eine. Ach komm. Shit drauf. So, da ist. Die Bären sind ja hier überall rum. Da ist die Route. Aber wir werden jetzt mal kurz nach drüben fliegen und mal kurz nachfragen, was es mit dem Grab auf sich hat. So, komm mal her. Geht's? Und dann haben wir gleich hoffentlich Level Up. Auf dann. Na? Level 25. Es wird Zeit. Da muss was kommen. So. Oh, Moment. Und schauen wir mal, wie es wird. Naja, auf jeden Fall Level Up sollte es auf jeden Fall gleich geben. Aber wir sind nicht so erholt, wie ich dachte, ne? Und das Fläschchen ist ausgelaufen. Ich muss auch mal gucken, dass ich mal mit dem Twink. Meistens hole ich die Fläschchen mit dem Twink, nicht mit dem Main. Hier die Level-Fläschchen. Damit die alle ein bisschen länger, schneller leveln. Und den Jahrmarkt-Buff sollte ich mir eigentlich holen. Aber in den LP-Aufnahmen ist es halt immer sehr anstrengend. Immer zum Jahrmarkt wieder zurück. Jahrmarkt wieder zurück. Ja. Der Hut wäre nicht schlecht. Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Hut ist eher was Trockenes, ne? Ich glaube, der Hut kann eher droppen. Und wie sieht's aus? Freut ihr euch schon alle morgen Time Dungeon? Was haben wir morgen? Kataklysm geht morgen los. Hui! Sira, Durch. Hallöchen! Kommandantin Althea, die Geschichte von Morgan Lallimore. Das Licht segne euch. So. Kann ich euch helfen? Quest beenden! Jawohl, Level up! Schädel. Ah, genau, das ist jetzt die Schön Quest, wo gesprochen. wir den Typen auf dem Friedhof, der da rumspaziert, ne? Den müssen wir töten. So, hier haben wir auch schon die erste. Kurzes Schicksal. Aber meine Lieben, wir machen jetzt hier Feierabend, bevor wir da hinten weitermachen.
und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und bis bald. Bye, bye.